In dieser Folge von The Last of Us Part 2. Was? Kommen wir da hoch. Okay. Herzlich willkommen zurück. Genau, wir melden uns hier von The Last of Us Part 2. Und was fehlt uns jetzt noch? Ein Zahlencode, beziehungsweise zwei Zahlen davon. Ja, schauen wir mal. Suchen also noch zwei Zahlen zwischen 1 und 5. Ich glaube zwar nicht, dass wir die hier finden. Ja, die uns zum richtigen Code verhelfen. Genau, also unsere... Wir gehen jetzt, also wir denken jetzt zumindest, dass wir mal zumindest alle Zahlen hier ausprobieren sollten. Aber einen Hinweis müsste es ja trotzdem irgendwo geben, ne? Meinst nicht? Ja. Da ist auch nichts zu sehen. Hier ist auch schon kaputt, ne? Ja. Oder? Achso, da war noch. Okay. Also hier waren 2 von 3 kaputt. Vielleicht ist das noch ein Hinweis? Ne, glaub nicht. Okay. Hier ein Hinweis drauf. Ja, da war nur dieses Symbol wieder. Eine Zahl stellt das auch nicht wirklich dar, ne? Nein. Schau dir nochmal die, genau, die Notiz an. Mach nochmal die Übersetzung quasi. Wenn du den Rest nicht allein rausfindet, hast du es auch nicht verdient. Das hört sich ja wirklich fast an, als müsste man es ausprobieren. Aber... Dann machen wir es einfach mal, ne? Sehen. 1, 5, 2. Wenn wir jetzt, warte mal, nochmal 4. Oh, ich kann nur noch die beiden drücken. Ah. Mehr geht nicht. Ja, dann mach mal 4. 4, 3. Nee, warte mal, 4 und dann. Ja. Ja. Wie hast du das gemacht? Ja, was, ich erkläre dir das gleich warum. Das war eine Rechenaufgabe. Dann erklär mal. Naja, also zumindest bis zur 4. Also 1 plus 4 sind die 5. Dann wieder minus 3, also ein weniger als vorher, waren dann die 2. Bei 5 minus 3 ist 2. Ah, okay. Dann wieder plus, ein weniger als vorher die 2 und 2 plus 2 sind 4. Und dann wieder minus 4 minus 1 ist 3. Also immer plus, minus im Wechsel und jeweils ein weniger als vorher. Alles klar. Und die Gedanken, die du dachtest, die du denkst, ne? Mhm. Ja, aber das stimmt ja.
Vielleicht sind wir auch einfach schon zu sehr Escape Room geschädigt. Ja, es kann natürlich sein. Das sind skurrilen Gedankengänge, aber es stimmt ja trotzdem mal so. Okay. Hauptsache, wir sind da drin. Dafür sind wir jetzt hier reingekommen, ernsthaft? Also es ist jetzt hier nicht wirklich viel. Bisschen Munition. Bisschen... Okay, alles klar. Dann gehen wir weiter. Oh. Da müssen wir wahrscheinlich gleich runter. Ich gehe mal davon aus. Ja, ist blockiert. Man kommt bestimmt irgendwo durch. Sehr optimistisch. Oh, noch so ein großes Viech. Wir packen das. Da ist ein großer. Dann ist, glaube ich, ein kleiner. Und dann ist das noch ein großer. Ekelhaft. Ach, der ist in so einem Nebenraum, ne? Mhm. Der andere steht jetzt da oben. Oh, da ist noch ein... Vielleicht kannst du anlassen. Ja. Tschakka. Viele können sich ja jetzt auch fragen, warum macht er das alles im Schleichmodus? Ja, ich könnte sie jetzt abknallen. Genug Waffen und Munition haben wir ja. Aber die Gefahr ist dann halt da, dass man schneller erwischt wird, dass sie einen kriegen. Immer diesen großen Viechern. Oh. Die Große, genau. Die Klicker und die Noppel, die haben ja eben sehr scharfes Gehör. Und die locken wir natürlich dann nur an. Ne? Soll ich jetzt schon weitergehen oder soll ich nochmal den Raum da hinten durchsuchen? Was, ne? Fuck, der steht hier gleich um die Ecke. Ich glaube kaum, dass er mich da hochlässt. Und die Tür ist kaputt. Die hören sich echt eklig an. Ja. Oh, ist weg. Ja. Okay. Scheint jetzt aber nicht so, als ob hier was Wichtiges wäre. Was? Okay, er läuft.
Die laufen beide deiner hinterher. Geh ich hier schon mal hin. Ah, ist ja gut, wenn sie so abgelenkt hat, ne? Mhm. Für uns zumindest. Für ja, da mussten wir uns nicht mit denen anlegen. Ist doch gut. Ja. Sicher, sicher. So. Die Molotovs sind immer ganz gut. Damit kannst du vor allen Dingen gut von den normalen viel erledigen, auch von den Klickern. Was zur Hölle war hier los? Sie sagen, ein Zugunfall. Danke, Sherlock. Muss ich wohl direkt in den Zug reingehen. Null Probleme. Oh, was hier? Okay, da geht's nicht rein. Ach, Kapseln, sehr gut. Wie viel haben wir davon jetzt übrig? 102 wieder. Mhm. Rezept erfordert Bindung, Klinge und Nahkampfwaffe. Okay. Rauchbomben können wir auch noch später machen. Was macht denn am meisten Sinn? Haben wir hier noch irgendwo mehr Gesundheit? Nee. Lautlose Kills werden schneller ausgeführt und bleiben unentdeckt. Okay. Lauschmodus Klarheit. Schockbomben werden zu Rauchbomben, die eine Rauchwand erzeugen. Plus 50% Heilung ist auch nicht schlecht. Aber das finde ich auch gar nicht mal so schlecht, dass sie schneller ausgeführt werden. Ja, wir müssen ja sowieso von oben anfangen, ne? Bitte? Wir müssen ja sowieso von oben anfangen. Ja, ja, genau. Welche Reihe machen wir als nächstes? Tarnung? Ja. Okay. So, und dann... Oh ne, eins konnten wir da machen. Noch. Das hier. Achso, wir brauchen eh erst das nächste. Nee, genau. Alles klar. Mhm. Dann gehen wir weiter. Oh nein. Ich frage mich, wie lange die nach dem Ausbruch noch gefahren sind. Ich habe da oben Licht gesehen. Na dann hoch. Dina? Ja, ich komme. Jules. Hallo Jules, ich hoffe immer noch, dass du kommst. Hier unten sind unglaublich viele Infizierte. Allmählich bewundere ich Zachary. Er ist ein guter Nahkämpfer und er hört einfach alles, was im Dunkeln herumkriecht, fast wie eine Fledermaus. Außerdem betet er jeden Abend für seinen kranken Vater und stimmt in meine Gebete für diejenigen ein, die ich liebe und vermisse, besonders dich. Einen Satz sagt Zachary immer wieder, sie führe dich. Und an dem Satz muss ich immer denken, wenn ich mich frage, was mit dir ist. Vielleicht gibt es ja irgendwas Größeres, irgendjemand Größeres, der über uns wacht. Ich klinge eigentlich wie ein religiöser Spinner, was? Also, sie führe dich, Jules, auf eine schnelle und sichere Reise. Gray. Auch wieder mit den Zeichen. Ja.
kommen also auf jeden Fall unseren religiösen Fanatikern näher. Näher. Wobei natürlich gleichzeitig die Frage noch ist, was ist mit den Vale S jetzt hier passiert? Die haben ja erst die anderen da verdrängt. Jetzt klingt es aber so, als ob die gerade verfolgt werden, beziehungsweise in der Rückzahl sind, ne? Okay. Na, mich würde es persönlich jetzt nicht so stören, wenn die WLS auch mal dran wären. Die sind ja dafür verantwortlich, dass Joel auch gestorben ist. Auf jeden Fall kämpfen die untereinander. Ja. So, da geht's weiter. Aber ich meine, das sieht so aus, als ob ich da nochmal unten rein könnte, ne? Ja. Ach ne, ups. Von da sind wir gekommen. Shit. Und hey, das Licht kommt näher. Okay, mehr gibt's hier auch nicht. Kommen wir da hoch. Okay. Was ist das? Sehr gut. Wir wollen ja leise sein, ne? Absolut. Okay. Auf geht's. Schon fast geschafft. Geh voran. Okay, ich glaube also, Dina braucht dringend Schlaf. Die sieht schon echt ein bisschen kaputt aus. Alter. Ellie, deine Maske. Hier, wir können meine teilen. Nein, 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 sie sind nicht auf. Ellie, hör auf. Ellie, stopp. Was? Nein, Ellie, nein. Stopp, ich bin nicht infiziert. Bin immun. Ich huste nicht, siehst du? Fuck. Dina? Kannst du laufen? Ja, ja. Dann ich zieh weg. Los! Nein! Lauf, Dina! Ellie? Ich bin hier! Nicht wegkommen hier! Shit, ey. Alter, übel. Das waren jetzt aber eine Menge. Wir könnten zum Theater da ausholen. Das klingt absolut traumhaft. Fast geschafft. Ich hab dich. Hier. Geht's? Oh.
Okay, sieht gut aus. Na komm. Willst du mir sagen, was mit dir los ist? Was mit mir los ist? Ellie, du hast gerade Sporen eingeatmet. Du weißt doch, ich bin immun. Okay, du bist immun? Ach komm. Ich wurde gebissen, vor langer Zeit. Was zur Hölle redest du denn da? Ich wurde gebissen und nichts ist passiert. Die Verletzung. Maria und Tommy und Joel sind die einzigen, die es wissen. Und jetzt du? Ich kann dich nicht infizieren, falls du das denkst. Ich kann dich auch nicht immun machen. Ich bin schwanger. Was? Keine Sorge, es ist nicht deins. Was sollen wir denn jetzt machen? Gar nichts. Ich muss mich nur kurz ausruhen. Soll das ein Witz sein? Wie lange weißt du's? Ich bin seit ein paar Wochen drüber. Ein paar Wochen? Wir hätten noch umkehren können. Ich wusste es nicht. Ich war mir nicht sicher, okay? Ich wollte keine Umstände machen. Aber jetzt machst du Umstände, oder? Ich schaue nach, ob sie sicher ist. Ruh dich aus. Was soll man dazu sagen? Brandheiße News wieder. Ich glaube auf jeden Fall, dass Dina jetzt ihr glaubt, wegen der Immunität. So langsam, ne? Aber dass sie schwanger ist, ist natürlich echt übel. Ich habe erst eben gedacht, die ist verletzt gewesen oder wurde doch noch gebissen oder so. Ich weiß, das ist ja übel. Sah ja auch so ein bisschen aus, als würde Ellie noch gebissen worden sein. Ja. Oh Mann, die Story geht spannend weiter in der nächsten Folge von Silas Erfasst. Part 2. Wir verabschieden uns und bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. If you haven't got problems, I feel bad for your son. I got 99 problems and a bitch ain't one. If you haven't, if you haven't, if you haven't.